Deutschlandfunk. Interview. Mehr Polizei, 15.000 neue Stellen wollen die Innenminister der Union schaffen in den nächsten Jahren. Und in der Debatte um ein sogenanntes Burka-Verbot wollen sie nun durchsetzen, dass sich muslimische Frauen in Gerichten, in Ämtern, in Schulen oder im Straßenverkehr nicht mehr voll verschleiern dürfen. Wird damit so kurz vor den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin auch der AfD das Wasser abgegraben? Frauke Petry ist die Vorsitzende der AfD und jetzt am Telefon. Guten Morgen, Frau Petry. Guten Morgen, Herr Zagatter. Frau Petry, in einigen Bereichen haben Sie sicher als AfD da weitergehende Vorstellungen. Aber sind diese Maßnahmen, auf die sich die Unionspolitiker verständigt haben, im Prinzip jetzt nicht schon das richtige, das angemessene Vorgehen? Nun, wir haben festgestellt, dass Herr de Maizière und die Innenminister der Unionsparteien einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben mit der Berliner Erklärung. Wir haben einige Tage vorher am 16. August ebenfalls eine innenpolitische Erklärung der Landesvorsitzenden abgegeben, wo wir in der Tat weitergehen, weil wir glauben, dass Herr de Maizière und Kollegen im Wesentlichen Symptombekämpfung betreiben und an einigen Stellen die Bevölkerung auch einfach vorführen. Was mehr fordern Sie denn? Ja, also nehmen wir zum Beispiel gleich das von Ihnen angesprochene Burka-Verbot. Das ist selbst in der eigenen Partei, in der CDU, nicht durchzusetzen. Einige von de Maizières Kollegen haben in den Tagen danach gleich interveniert. Er hat also in der CDU keine Mehrheit und in der SPD sicherlich auch nicht. Ein generelles, Sie meinen jetzt ein generelles Burka-Verbot? Da kommen ja die Bedenken daher, dass man davor Angst hat, dass das vor dem Verfassungsgericht scheitert, dass das mit dem Grundgesetz gar nicht zu machen wäre. Das mag sicher sein, dass es diese Bedenken gibt. Und wir wissen aber, dass in Frankreich ein derartiges Verbot ja durchgesetzt wurde für einige Teile des öffentlichen Raums, wenn auch das Burkini-Verbot gerade erst einmal gescheitert ist und dass auch der Europäische Gerichtshof sich dazu zumindest für Frankreich positiv verhalten hat. Und deswegen bringt die AfD an der Stelle in diesen Tagen in diverse Landtage Gesetzentwürfe für ein Verschleierungsverbot in zum Beispiel Sachsen oder Thüringen oder Baden-Württemberg ein, weil wir der Meinung sind, dass hier Reden wie Herr de Maizière nicht hilft, sondern dass die Tatsachen und in dem Fall Gesetze und damit Regeln, gültige Regeln brauchen. Und ich denke, dass sie die auch durchsetzen können. Das wäre dann ein generelles Verschleierungsverbot. Also Frauen dürften das in der Öffentlichkeit, egal wo sie sich in der Öffentlichkeit zeigen, nicht tragen, solch eine Verschleierung. Habe ich da recht verstanden? Ja. Wir streben ein Verschleierungsverbot für den öffentlichen Dienst und den öffentlichen Raum an. Für den öffentlichen Dienst und den öffentlicher Raum heißt dann über die Bereiche hinausgehen, wie die Union das jetzt will, die ist bei Ämtern, in Schulen und so. Also Sie sagen, das würde dann heißen, voll verschleierte Frauen dürften sich gar nicht auf der Straße bewegen. Habe ich Sie da recht verstanden? In der Tat würde es darauf hinauslaufen und wir glauben auch, dass am Ende nur ein konsequentes Durchgreifen gegen die Verschleierung hilft. Denn wir halten die Verschleierung für ein Symbol der Unterdrückung der muslimischen Frauen und eben nicht wie so häufig für ein Zeichen von Religionsfreiheit. Wie würden Sie das dann regeln? Wäre das so ein generelles Verhüllungsverbot, das für alle gilt? Oder würde sich das gegen muslimische Kleidung richten? Nein, es ist ein Verschleierungsverbot. Das zielt natürlich im Wesentlichen auf die Problematik der muslimischen Verschleierung ab. Aber es geht um Verschleierung. Aber vielleicht darf ich noch was zu den anderen Maßnahmen sagen, die wir vorschlagen, wo wir glauben, dass die CDU der Bevölkerung nicht tatsächlich... Dazu kommen wir gleich noch, Petry, wenn wir noch ganz kurz bei diesem Burka-Verbot bleiben könnten, darauf zielte meine Frage ab, so ein generelles Verschleierungsverbot oder müssten da so christliche Gewänder speziell ausgenommen werden? Also ich frage jetzt, wie wäre das dann mit Nonnen beispielsweise? Mit katholischen Nonnen? Naja, es zielt im Wesentlichen, das sagte ich gerade schon, die muslimische Vollverschleierung ab, bei der man das Gesicht nicht mehr erkennen kann. Denn zur Bewegung im öffentlichen Raum, auch zum Umgang miteinander, auch zur Würde des Gegenübers, das man betrachtet, mit dem man artikuliert, mit dem man sich ja nicht nur über Artikulation, sondern auch über Gestik verständigt, gehört, dass man das Gesicht
sieht. Und bei Nonnen ist lediglich das Haar verdeckt und das Gesicht und die Mimik und die Gestik sind erkennbar. Also es zielt am Ende auf die Vollverschleierung ab, und bei dem man nur noch die Augen maximal sieht. Und letzte Frage zu diesem Themenkomplex. Ist das nicht jetzt eine Scheindebatte, wenn Sie das beispielsweise auch im Wahlkampf jetzt in Mecklenburg-Vorpommern da zu einem wichtigen Thema machen? Dort wurden doch noch gar keine Burkas gesichtet, soweit ich das überblicken kann. Ist das nicht Angstmache? Ja, das Argument wurde ja bei vielen unserer Themen seit 2013 ins Feld geführt. Tatsache ist doch aber, dass die AfD offensichtlich Themen wie Migration und auch das Problem eines politischen Islams einfach einige Zeit früher aufs Tapet gebracht hat als die Unionsparteien. Man sieht ja an der CDU gerade, dass sie nun unserer Programmatik hinterherhechelt, indem sie jetzt dieses Paket für innere Sicherheit auf den Weg bringt, nur eben nicht konsequent genug. Das heißt, Sie sind der Meinung, wir haben ja bisher die Sozialdemokratisierung der Union erlebt, so sehen das viele Experten, wir erleben im Moment so eine Art AfD-isierung der Union? Das sehe ich nicht, denn ich sehe nicht, dass diese vorgeschlagenen Inhalte von de Maizière tatsächlich innerhalb der CDU die nötige Resonanz finden, um eine umgesetzt zu werden. Und wir werden erleben, dass der Koalitionspartner viele dieser Ideen wieder auseinandernimmt, wie ja schon von Gabriel angekündigt. Und insofern bleiben es leere Ankündigungen, weil selbst die Regierungsparteien innerhalb ihrer Koalition dafür keine Mehrheit finden werden. Insofern versucht vielleicht an einigen Stellen die CDU eine Rolle rückwärts, aber sie ist inhaltlich so entkernt, dass ihr das kaum gelingen wird. Sie wollten noch zu anderen Maßnahmen kommen, die Ihnen wichtig sind in diesem Zusammenhang. Also da gleich eine Frage, ich habe gelesen, Sie haben sich dafür ausgesprochen, beispielsweise illegale Einwanderer oder abgelehnte Asylbewerber auf eine Insel abzuschieben. Ist das richtig? Ja, das verkürzt es jetzt zwar ein bisschen, weil wir von mehreren Inseln gesprochen haben, also von mindestens zweien, um Frauen und Familien von alleinreisenden Männern zu trennen. Also eine Insel für Männer, eine Insel für Frauen und Kinder. Ja, im Groben oder auch für Familien und Kinder. Uns ging es also darum, Rügen und Sylt, oder was verstehen Sie sich vor? Naja, da haben wir vielleicht nicht genug Platz dafür. Uns ging es darum, einen praktischen Vorschlag zu machen, wie er zum Beispiel ja bereits in Australien praktiziert wird seit Jahren, die Duldungspraxis in Deutschland zu beenden, weil völlig klar ist, dass mit den derzeitigen Abschiebezahlen von ca. 13.000 Personen pro Jahr Hunderttausende illegale Migranten bzw. auch Hunderttausende bereits nicht mehr aufenthaltsberechtigte, geduldete Personen in Deutschland nicht zurückgeführt werden können. Deswegen fordern wir auch, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in eine Rückwanderungsbehörde umgewandelt wird, weil endlich ein politisches Zeichen dafür gesetzt werden muss, dass die illegale Migration zum Ende gebracht wird. Frau Petri, das tut die Bundesregierung bisher nicht. Ja, wenn Sie betonen, Sie wollen eine praktische Lösung, welche Inseln sollen das denn sein? Was schwebt Ihnen denn davor? Was kommt da in Frage? Wo sollen die liegen? Naja, wir haben bei Australien. Das ist ein bisschen weit, aber wir haben in der Vergangenheit einfach schon vorgeschlagen, dass wir vor den Toren Europas letztlich Platz und menschenwürdige Bedingungen unter dem Schutz der Vereinten Nationen brauchen, um Migranten zurückzubringen. Einfach deswegen, weil die europäische Gesetzgebung natürlich sonst das Asylrecht hier zieht und wir eben nicht wollen, dass illegale Migranten leicht Aufnahme ins Asylverfahren finden. Nennen Sie doch mal einen Namen einer solchen Insel. Was käme denn da in Frage? Ja, Herr Zagata, ich kann verstehen, dass Sie jetzt von mir zwei Inseln wollen. Gerne. Aber wissen Sie, können auch drei nennen. Aber die Inselnamen sind damit nicht das Entscheidende. Denn das politische Konzept dahinter, ob wir eine Insel nehmen oder ein anderes Territorium, auf dem sich diese Idee umsetzen lässt, ist nicht entscheidend. Die Inseln sind ein sehr plastisches Beispiel dafür. Wir wollen, dass die Bundesregierung Verhandlungen mit Drittstaaten darüber anfängt, wie man in der Tat diese Remigration praktisch gestalten kann. Und da lassen wir uns ganz gern von der Bundesregierung Inseln vorschlagen, aber die Regierung reagiert ja auf keinen unserer Vorschläge. Das ist das eigentliche Problem in der Diskussion. Noch ein weiterer konkreter Punkt habe ich auch gelesen. Sie wollen jetzt den Deutschen, damit die sich sicherer fühlen, Zugang zu Waffen erleichtern, zumindest nicht verschweren. Was schwebt Ihnen davor? So amerikanische Verhältnisse? Soll das so ähnlich geregelt werden wie in den USA? Oder was hat man darunter zu verstehen, frage ich.
Nun, Herr Sagatta, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich tatsächlich auf Herrn de Maizière eingehen kann. Wir können gerne auch was zum Thema Verschärfung des Waffenrechts sagen. Ich meine gar nicht verschärfen. Ich wollte nur hören, Sie sagen ja, also ich frage gar nicht nach einer Verschärfung. Sie wollen, wenn ich Sie recht verstanden habe, lockern. Also mich interessiert ja die AfD-Position. Nein, das haben zwar viele Zeitungen getitelt. Wenn man es aber genau liest, hat es niemand geschrieben. Wir wenden uns gegen eine Verschärfung des Waffenrechts, weil wir nicht glauben, dass das dazu führen wird, dass die Gewalt tatsächlich abnimmt. Das zeigen Statistiken aus anderen Ländern, in denen das Waffenrecht sehr viel schärfer oder sehr viel lockerer ist. Okay, Sie wollen es aber auch nicht lockern, also das war meine Frage. Wir wollen es nicht, Nein, wir wollen es nicht lockern, wir wollen es aber auch definitiv nicht verschärfen und wir wollen dafür sorgen, dass das Gewaltmonopol des Staates in Form einer gut ausgestatteten Polizei wiederhergestellt wird. Das will die Union im Übrigen auch, aber sie ist im Wesentlichen dafür verantwortlich, dass das Personal und die Ausstattung der Polizei in den vergangenen Jahren de facto kaputt gespart wurde. Mhm. Frau Petri, abschließende Frage noch, eine grundsätzliche Einordnung. Sie haben sich ja sehr daran gestört, dass Frau Merkel an der Flüchtlingspolitik von Frau Merkel, die hat jetzt gerade wiederholt, wir schaffen das und da deutet doch im Moment auch vieles darauf hin. Also wir haben im Haushalt einen riesigen Überschuss, das heißt auch das Geld war da, um die Flüchtlinge unterzubringen. Der Flüchtlingsstrom, wie Sie es genannt haben, den Sie beklagt haben, der ebbt ab. Es kommen viel weniger Flüchtlinge. Sind wir da nicht doch auf einem guten Weg und Deutschland hat sich sehr menschlich gezeigt? Also ich glaube, das Gegenteil ist der Fall, denn die Zahlen im ersten Halbjahr 2016 zeigen, dass die gestellten Asylanträge nur minimal zurückgegangen sind. Und wir müssen bedenken, dass die Zahl der Familiennachzüge ansteigen wird. Das erwarten auch die Behörden, wenn man mit ihnen spricht. Der Familiennachzug ist tatsächlich nur für einen sehr kleinen Teil der Asylbewerber, nämlich der subsidiär Schutzbedürftigen, eingeschränkt worden. Das ist mitnichten geschafft und die Lasten, die aufs Gesundheitssystem, den Arbeitsmarkt und das Bildungssystem zukommen, sind jetzt schon erkennbar. War, zum Beispiel auch beim Anstieg der Hartz-IV-Bewerberzahlen. Insofern wir schaffen das weiterhin ein unrealistisches Gesundbeten. So ist nicht zu schaffen. Und die ganzen Märchen des Fachkräftezuzugs sind ja bereits von der Regierung, von Frau Nahles zum Beispiel, widerlegt worden. Insofern ist auch dies vermutlich dem Wahlkampf geschuldet. Und wir wissen, dass selbst Wirtschaftsexperten eine finanzielle Belastung von mehreren hundert Millionen, wenn nicht sogar Milliarden erwarten, die bis hin zu 1,5 Billionen laut Raffelhüschen gehen können. Insofern sind die Haushaltsüberschüsse schön. Sie werden allerdings komplett durch die Migrationskrise aufgebraucht und wir tun nichts dafür, die massive Staatsverschuldung in Deutschland überhaupt nur im Ansatz substanziell zu beheben. Insofern sorgen wir nicht vor in Rekordzeiten für ärmere Jahre. Das wird uns nicht nur in den Landeshaushalten, sondern auch im Bundeshaushalt massiv auf die Füße fallen. Und zuletzt, dieses Geld müsste dringend für Bildung, für Familien und für andere Dinge in Deutschland ausgegeben werden. Und dafür steht es nach wie vor nicht oder nur marginal zur Verfügung. Sagt Frauke Petri, die Vorsitzende der AfD. Frau Petri, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Zagatta.